Mobility und Krankenhaus IT. Herr Wegemann, Sie stellen dazu eine interessante, aber diskussionswürdige These auf. Das wäre nämlich eine, sagen Sie, eine notwendige, aber schwierige Aufgabe. Warum eigentlich? Ich bin der Meinung, dass jede Führungskraft in Krankenhäusern, jeder Abteilungsleiter in einem Krankenhaus, der sich nicht mit der Frage, wie kann ich Mobility einführen, beschäftigt, einen großen Fehler macht. Man muss sich darüber klar sein, dass wir Mobility und die Anwendungen der Mobility und mHealth nicht übergehen können. Und umso länger wir das auf die lange Bank schieben, umso länger wir sagen, die Zeit ist noch nicht reif, es sind Möglichkeiten, dass die Daten nicht sicher sind, es sind Möglichkeiten, dass wir nicht die Erlöse kriegen, die wir erwarten, und deshalb die mHealth nicht einführen, dann ist man wirklich in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, dass in der Zukunft die Konkurrenzfähigkeit eines Krankenhauses oder einer Praxis davon abhängt, wie man diese Möglichkeiten einführt. Nun muss man sich klar sein, dass das nicht einfach ist. Und das will ich insbesondere bei dem Kongress in Fulda im Einzelnen erklären. Wir müssen einige neue Strategien erarbeiten. Leute sind sich gar nicht klar, was jetzt die Hauptthemen sind. In Amerika und in anderen Ländern sind es drei Strategien, die man klar verstehen muss, die ich dann auch erklären werde, soweit es möglich ist, innerhalb einer halben Stunde oder Stunde, aber die man zumindest sich vorstellen sollte und die man erst mal anarbeiten. Das erste ist auf Englisch Enterprise Mobile Management, das heißt eine Krankenhausstrategie für mobiles Management. Was mache ich? Lasse ich die Mitarbeiter ihr Bring Your Own Device, ihre eigenen Smartphones bringen? Das ist dann billiger, ist aber schwieriger. Wie kann man die Daten versichern? Wie kann man die Authentizität der Leute mit Signaturen und so weiter erreichen? Wie kann man die Daten Aufbewahrung machen und so weiter? Also das ist eine Strategie, die im Einzelnen ausgearbeitet werden muss und die von Krankenhaus zu Krankenhaus anders ist. Man kann nicht einfach einen Plan nehmen von einem Beratungsinstitut oder so und sagen, das kann jetzt bei uns angewendet werden. Wie viele Geräte hat man denn in der Zukunft oder wie viele Geräte hat man jetzt, ohne dass man gar nicht davon weiß? Ich habe zum Beispiel Columbia Presbyterian oder mit anderen Krankenhäusern in New York verhandelt, da haben die über 20.000 Geräte. Und wie man nun eine Strategie schafft, dass man da genau weiß, wie die Daten synchronisiert werden, wie die Daten von einem Gerät zum anderen geschafft werden, man muss eine Plattform haben. Das zweite ist das Mobile Device Management, dass man genau weiß, welche Geräte haben denn nun unsere Mitarbeiter? Welche sind iPhones, welche sind Androids, welche sind wiederum andere, die nicht mal im Android-Bereich völlig den Normen entsprechen. Und wie können wir das im Einzelnen machen? Einige Krankenhäuser haben dann für alle Mitarbeiter solche Geräte gekauft, haben Millionen ausgegeben. Und ich werde in Fulda erklären, welche erfolgreich waren und welche nicht erfolgreich. Es gibt keine allgemeine Linie, wo man sagen kann, so soll es gemacht werden. Man muss das individuell heraussuchen. Und das dritte ist noch das Mobile Application Management. Völlig anders als die anderen zwei, die ich gerade beschrieben habe, dass man sagt, welche Application könnten denn mit unserer KISS Systemen arbeiten. Welche Applications sind bei uns im Haus akzeptabel? Welche sind nicht akzeptabel? Welche wollen unsere Mitarbeiter nicht? Welche sind von unseren Oberärzten nicht gewünscht und so weiter? Eine völlige Strategie von Application Management. Alles das macht die Einführung von mHealth schwierig. Ich muss aber wieder zum Abschluss sagen, wenn wir es nicht in Angriff nehmen, dann geht es abwärts mit einem Krankenhaus. Das ist ganz wichtig. Thema Integration. Sie hatten es gerade schon angesprochen beim Thema KISS und Application Management.
Aber doch nochmal zurück, Integration und IT. Was bedeutet das für die IT, wenn Mobility im Krankenhaus breitflächig eingeführt wird? Es bedeutet, dass man erstmal anfängt, die Middleware zu schaffen. Man muss das Environment schaffen. In vielen Fällen ist das WLAN. Und da fängt schon an, dass ich sehe, dass viele Krankenhäuser nicht eine klare Strategie haben, dass in vielen Fällen einfach zu teure Systeme, umständliche Systeme gekauft werden und implementiert werden, die nicht auf der Basis von günstig und Zweckmäßigkeit sind. Auf der anderen Seite geht es auch darum, die gesamte Möglichkeit, wie man Mobility in das vorhandene System einbaut. Ich habe auch mit Krankenhäusern gesprochen, die dann gesagt haben, wir können einfach eine Mobility-Strategie nicht in unser derzeitiges System einbauen und sogar das KISS-System gewechselt haben. Nicht alle waren erfolgreich. Ich will nur sagen, es gibt da viele Möglichkeiten und man muss praktisch genau anschauen, was der Plan einer Klinik oder eines Krankenhauses ist, um dann die Integration zu planen. Integration und Prozesse ist ja ein weiteres Thema. Wie verändert denn Mobility in den Krankenhaus die Arbeitsabläufe? Worauf muss denn so das Krankenhausmanagement besonders achten? Hoffentlich wird es so gesagt, im Allgemeinen sagt man, die Strategie soll davon abhängen, wo im Krankenhaus die größten Organisationsschmerzen sind. Wenn wir jetzt das Krankenhaus als Patienten ansehen und sagen, wo ist es, dass Ärzte und Krankenpersonal sagt, jetzt muss ich das wieder ausfüllen und jetzt muss ich wieder hier mit Zeit verbringen, was ich schon woanders hatte, die anderweitig viel besser gemacht. Jetzt muss ich mir die Daten merken, die ich beim Patienten hatte, manchmal auf die Hand schreiben oder auf den Zettel schreiben, um dann später am Computer einzugeben. Warum kann man das nicht durch Mobility alles viel einfacher machen? Es gibt viele Arten, aber man sollte sich darüber klar sein, dass wir nicht irgendetwas, was jetzt ein Anbieter sehr schön vorträgt und uns verkaufen will, sondern dass wir genau verstehen, wo ist der Schmerz beim Personal bezüglich unserer Organisation in unserem Krankenhaus. Wenn der Verwaltungsdirektor, der Geschäftsführer oder der Vorstand eines Krankenhauses nun Argumente braucht, um Investitionen zu genehmigen, welche Argumente würden da besonders ziehen, Herr Wegemann? Also einmal das Argument, dass Mobility ist nicht eine Sache, die jetzt nur mal für ein paar Jahre da ist und dann geht es weg. Die ganze Gesellschaft geht zu Mobility und jeder Arzt, muss ich sagen, selbst wenn er oder sie nicht auf ihr Smartphone angewiesen sind, dann sollten sie an ihre Kinder denken oder an ihre Enkelkinder und sich mal anschauen, wo in den nächsten Jahren das Ganze hingeht. Das muss, und wenn man das vernachlässigt im Krankenhaus oder in der Klinik, dann ist das schlecht. Wenn man natürlich an Erlöse denkt, dann muss man genau wissen, was man einschalten will. Disease Management zum Beispiel für chronische Patienten kann sehr viel im Bereich der Erlöse bringen. Andere Effizienz-Apps können das auch. Aber was ich da meistens sehe, wenn man das einführt und dann mit den Abteilungen spricht, dann kriegt man so viele Vorschläge und dann läuft das so weit, dass das nicht immer darauf ausgeht, wie man jetzt Geld sparen kann und mehr Effizienz ist. Weil viele Apps auch zum Beispiel manchmal nur etwas sind, die von bestimmten Leuten geliebt werden und aus dem Grund eingeführt werden, aber dann doch keine Vorteile bringen. Sodass man also wirklich eine klare Strategie haben muss und der IT-Manager muss noch strikter sein als vorher im Einzelnen, dass man auch da Bremsen einbaut und Grenzen einbaut. Der große Unterschied zu elektronischen Krankengeschichten ist, wo ich das vielleicht in 2000 Krankenhäusern mir angeschaut habe, dass die meisten Leute die Krankengeschichtssysteme hassen, weil es schwierig ist,
mit denen zu arbeiten, dass aber die jüngeren Mitarbeiter, ob Ärzte oder Krankenschwestern oder so, die Mobile-Lösungen wünschen und danach fragen und darauf drängen. Dankeschön, Herr Wegemann.